Weil ich finde, dass Einsamkeit und Alleine sein zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also ich bin überhaupt nicht einsam oder wie auch immer. Und ich bin auch nicht alleine. Also ich habe ständig Menschen um mich. Ja, wir können loslegen. Gut. Hallo. Danke dir. Das ist in der Tat jetzt gerade eine sehr, sehr spannende Erfahrung für viele Leute, weil Einsamkeit und Alleine sein sind ja grundsätzlich schon mal zwei verschiedene Dinge. Das schreibe ich ja auch in meinem Buch Ego. Und schreibe ich sehr viel drüber, über dieses Thema Alleine sein und einsam sein. Ich habe das an einem Beispiel gemacht, was ich von TikTok habe. Also ich bin ja jetzt seit einigen Monaten auf TikTok und es läuft auch ganz gut. Ich habe jetzt irgendwie so 12.000 Follower oder irgend sowas ähnliches. Es sind natürlich viele junge Leute und da hat man auch viel internationalen Kram dabei, die meine Sprache gar nicht verstehen. Aber wir laden da eh eher so, keine Ahnung, Lifestyle-Videos oder wie auch immer hoch, ne? Und was ich sehr, sehr interessant fand, ganz am Anfang, als wir eben dann auch Videos hochgeladen hatten, wie ich so unterwegs bin und bla bla bla, kamen eben tatsächlich gerade von jungen Leuten ganz viele Kommentare, wo sie schrieben, oh, der Typ sieht aber einsam aus. So nach dem Motto, Reichtum macht einsam oder wie auch immer, ne? Und das fand ich ganz interessant. Und das habe ich auch in dem Buch genau so aufgegriffen. Also das heißt dieses Beispiel, weil ich finde, dass Einsamkeit und Alleine sein zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Also ich bin überhaupt nicht einsam oder wie auch immer. Und ich bin auch nicht alleine. Also ich habe ständig Menschen um mich. Und an manchen Tagen habe ich 100 verschiedene oder mit 100 verschiedenen Leuten zu tun in einem Tag. Aber ich pflege auch das Alleinsein. Ich fühle mich aber niemals einsam, weil ich mir selbst ein sehr guter Freund bin. Und das ist eben der Knackpunkt an der Sache. Die meisten Leute haben keine gute Beziehung zu sich selber, mögen also ihre eigene Gesellschaft gar nicht und brauchen in der Folge immer irgendwelche anderen Leute, die sie bespaßen und unterhalten und glücklich machen, weil sie sich selbst eben nicht glücklich machen können. Und das merkt man eben jetzt natürlich insbesondere, wo manche Leute dazu gezwungen sind, alleine zu sein und fühlen sich gleichzeitig extrem einsam, weil sie mit sich selbst eigentlich gar nichts anfangen können. Michael hat das ja auch im Buch erwähnt, hinten in seinem Coaching-Teil, wo er sagt, er fragt ja Leute während seiner Sympathieseminare, wie sympathisch die Leute sich selber finden. Und da zeigt kaum einer auf, ich finde mich super. Das ist traurig, ne? Und das ist natürlich ein heftiges Beispiel dafür, was ich gerade sagte, dass die meisten Leute nicht gut mit sich selbst zurechtkommen oder allein sein können, ja.